Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Stevie Play und heute mal mit etwas anderem, nämlich einem Unboxing. Ich habe mir überlegt, da ich ja zu Weihnachten eine neue Lovecam bekommen habe und hatte bis jetzt noch keine Zeit zum die Unboxen und darum habe ich mir gedacht, mache ich doch jetzt. Ich habe eine Lovecam von Microsoft bekommen, die kann Full HD und auch HD, das sieht man hier. Chat und Video Recording. Und ja, ich sage euch jetzt mal ein paar Eckdaten zu dieser Cam. Wie schon gesagt, sie hat einen 1080p HD Sensor und eine Video Chat Cam mit 720p. Ist eine Hochpräzisionsprojektiv mit Glas, also es hat da vorne drin in dieser Linse da. So, da drin, sorry, da hat es Glas. Ist eine Glasding. Was sie auch noch hat, ist Skype zertifiziert, also ist für Skype gedacht eigentlich. Und ja, was will ich nicht groß dazu sagen? Cool verpackt, ja. Ja, gefällt mir. Hat einen Autofokus, genau. Und ist, hat auch ein Mikro. Was ich aber eher weniger brauche, da ich ja ein normales Großmembranmikrofon habe. Und ja, wenn wir sie mal unboxen. Hier unten hat das so ein Kleber, dann machen wir mal Mac, so. Und da haben wir die Käme schön eingepackt. Sieht echt hammergeil aus mit diesem gebürsteten Aluminium hier. Muss ich echt sagen, ja, ziemlich geil. Coole Verpackung. Und ja, dann holen wir die mal hier raus. So, wartet kurz, dann seht ihr hier, so eingepackt. Kabel, das legen wir jetzt mal zur Seite. Und schauen uns an, was es hier noch drin hat. Hier ist einmal ja so ein Blatt drin, das hier zeigt mir Microsoft und dann soll man den Treiber, glaube ich, installieren, Hardware Downloads. Ja, das machen wir nicht. Dann hat es hier noch so eine Betriebsanleitung. Werde ich auch nicht brauchen. Und dann hat es noch eine Betriebsanleitung. Ja, das sagen wir das gleiche, glaube ich. Ah, noch eine Betriebsanleitung, okay. Braucht kein Mensch. Packen wir erst wieder mal hier rein. Und packen die Schachtel mal ein bisschen weg. Dann ist es noch so hier eingepackt. Nehmen wir das mal weg. Und schauen uns mal die Cam an. Ah, warte, muss ich das Kabel durchbringen. So. Das ist mal geschafft. Das packen wir auch mal weg. Und dann sehen wir hier die Cam. Ich hatte jetzt hier noch so einen Schutz drauf und ich muss sagen, das sieht echt ziemlich geil aus, wie man das hier sieht. Hier sieht man es, hat das Glas, ziemlich geil. Hier gebürstetes Aluminium, hier oben hat es einen Knopf und noch eine LED vorne, dann die blau leuchtet, wenn man aufnimmt mit der Cam. Und da ist das große Mikro, sieht da nicht ganz okay aus, aber hier steht es auch noch mal. Ein Hund HD Sensor und Autofokus. Ja, hier hat das so einen Arm, den kann man sozusagen so halt zurechtbiegen. Eigentlich ganz geil und geil ist, was ich jetzt echt geil finde, ist, dass es hier unten, sieht man es, hier ein Gewinde hat. Dieses Gewinde kann man zum Beispiel nutzen, wenn man ein Stativ oder so hat. Kann man die Kamera auch auf ein Stativ schrauben. So zum Beispiel. Dann hier so auf ein Stativ drin. Und ja, vom Kabel her hat, glaube ich, genug Kabel von der Länge. Weil ja mein PC ein bisschen weit weg ist vom zweiten Bildschirm, den ich habe. So. Und ich würde sagen, ja, hat ganz ordentlich Kabel, ja. Ist eigentlich ganz okay. Jetzt noch so ein Clips, um das Kabel dann schön aufzurollen. Aber ich muss sagen, die Verarbeitung, man hört das, gut. Super geil. Mir gefällt die Cam. Die sieht echt hammergeil aus, nicht? Schaut euch das mal an. Voll begeistert bin ich gerade. Ja, die sieht echt. Die kann man auch noch so. Also so neigen. Und rechts, links gehen. Und dann drehen kann man sie noch. Um 100, also 360 Grad sozusagen. Und ja,
Das war die Cam hier. Ich hoffe, euch hat dieses mal etwas andere Video auf meinem Kanal gefallen. Dieses kurze Unboxing hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video auf meinem Kanal Stibi Play. Und ich würde mich über ein Abo freuen. Und ja, das sehen wir uns dann aus dem nächsten Video. Und ciao!